Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator 2. Wir sind mit der Schweiz quasi fertig, haben damit abgeschlossen, alles erkundet und beim letzten Mal einen Auftrag angenommen, der nach Frankreich führt. Wir haben sogar geschlafen, das heißt, wir haben bei der letzten Folge getankt, geschlafen, einen Auftrag angenommen und sind bereit für das nächste Land. Ich würde sagen, da fahren wir einfach mal hin. Holen uns die Fracht und dann geht der Spaß los. Mozart aktualisiert, oder besser gesagt, die guckt, ob es was gibt. Nee, Fehlanzeige gibt nichts. Deswegen mein Plan, irgendwie ganz schnell viel hier zusammenkratzen und auf jeden Fall den Freightliner kaufen irgendwie. Ich möchte ja eigentlich auch nicht so viele amerikanische LKWs fahren, aber mir bleibt irgendwie keine andere Wahl. Weil die Originalen wird ja wahrscheinlich jeder schon kennen von euch, die normalen originalen LKWs, von daher möchte ich mir selber auch ein bisschen die Abwechslung geben. Auf jeden Fall ist dieser Auftrag noch gültig und wir wollen den auch annehmen. Da ich echt erstaunt, dass nach der letzten Ruhepause der Auftrag noch da war. Weil ich habe immer irgendwie so Glück, dass wenn ich denn mal schlafen gehe, denn alles für die Katz ist und noch schlimmer ist als vorher und ja, naja. So, fahren wir hier mal an der Rampe, holen uns die Ladung und dann fahren wir nach Frankreich. Denn der Vorteil in Frankreich ist, da können wir voll mit 90 rumballern, denn das ist ja erlaubt. Diese Rampen gehasst habe, habe ich schon mal gesagt, ne? So ein Dreck. So, guck mal, Martin hat auch mal ein bisschen gearbeitet. Wunderbar. 50.000 haben wir schon. Mensch, damit kann man ja schon mal bald arbeiten. Ist ja schön. So, was haben wir denn da? Stahlprofile. Na denn, wie ist denn der Spaß? 24 Tonnen. Also die 4 Gurte ist, glaube ich, ein bisschen wenig, oder? Aber soll mir ja ja sein. Wird schon halten. So, 240 Kilometer knapp. Das ist doch schön, Mensch. Schauen wir mal, was da passiert. Also ich habe im letzten Video den Link von dem Painted Traffic Trailer Pack Mod untergeschrieben in der Beschreibung. Ich denke mal, das werde ich jetzt immer so machen. Wenn ich irgendwie was runterlade und das ist soweit in Ordnung, dann hänge ich da den Link in der Beschreibung ran und dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr wollt, euch das da runterzuladen, auszuprobieren. Könnt ihr dann selber entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Jo. Mich würde das echt interessieren, wie sich der andere alte Volvo anhört, weil ich glaube, da kann man den Motor nicht verändern. Ihr guckt da einfach mal rein. LKW-Händler zu dem Mod-Händler. Denn haben wir einen Volvo. Und zwar genau diesen. Ausführung ändern, Motore. Ja, gibt nur die Bänen und die werden sich anhören wie in mal nischt. Aber der. Der ist toll. Könnt ihr mir glauben. Problem ist, wenn wir den kaufen, müssen wir irgendwie wieder nach Frankfurt zurück, was ich eigentlich nicht wollen würde, denn jetzt sieht erstmal ab nach Frankreich. Ob ihr wollt und nicht. Wir fahren jetzt schon viel zu schnell. So. Mit den beiden neuen DLCs
ist ganz schön Arbeit dazugekommen. Also Frankreich ist groß, Italien ist groß. Ja. Also das Let's Play wird wohl noch eine Weile gehen, denke ich mir. Ich habe immer noch Spaß dran. Seitdem ich ja die Videos auch hier naja, was heißt staffelweise, aber am Wochenende mal für die ganze folgende Woche aufnehme, spiele ich mich daran dann auch nicht tot, was irgendwie auch von Vorteil ist. Weil wenn du echt jeden Tag immer und immer der gleiche spielst, wird es irgendwann langweilig. Außer Landwirtschaftssimulator. Das wird komischerweise irgendwie nie langweilig. Und wenn es langweilig wird, dann guckst du in der Mod-Seite irgendwo rauf und dann gibt er wieder tausend neue Sachen und dann ist das alles wieder geil und dann macht das alles wieder Spaß. Und wenn echt langweilig wird, fängst du eine neue Karte an, dann bist du wieder bei Null und dann bist du quasi wieder gefangen und spielst da stundenlang. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich mich nicht täusche, hatte der Freitliner so ja ein Getriebe mit Retarder. Was sehr zu begrüßen ist eigentlich. Guck mal, das sieht doch mehr aus wie Schweiz hier, oder? Mit die Berge und alles so. Oder? Also in der Außenansicht hörst du einen Turbolader, da kannst du ja nicht meckern. Jetzt im Tunnel, da werden sie die Lautsprecher wieder überschreien. Pass mal auf. Ja, da schnarren sie schon wieder. Ganz fantastisch. Habt da richtig gut gemacht. Wir sind 50. Wieso sind hier 50? Tja, Leitplanke, ne? Die leitet ein, wenn man mal nicht aufpasst. Scheiße. Das Wasser sieht ja voll geil aus. Hm, da kannst du nicht meckern. Ist er kaputt? Ja. Hat das wohl vorher schon passiert, wa? Oh oh. Ey, fahren wir da jetzt Landstraße hin oder was? Nö. Nur der Vorteil ist, der kriegt hier gerade nicht irgendwelche Sterbeanfälle, wenn wir mal Steigung fahren, auch mit 24 Tonnen nicht. Also da, toi toi toi, kannst du echt nicht meckern. Was ist hier los? Ey Junge, fahr langsam. Da vorne kommst du nicht so schnell vorbei. Da musst du anhalten. Sieht hier alles ein bisschen trostlos aus. Bin mal gespannt. Also mir wurde gesagt, in Italien zum Beispiel gibt es auch zahlreiche, sehr enge und verwinkelte Städte und Straßen. Das könnte auch nochmal interessant werden, wenn du da mit so einem riesengroßen LKW mit einem großen Trailer drin fährst. Jo, denk mal, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Könnte unter Umständen interessant werden.
So, hier zum Steinbruch. Nicht für uns. Also der Turbolader klang, der ist ja da. Wenn ich jetzt, weil Turbolader ist ja quasi Auspuff. Wenn ich das hier hochdrehe, was ändert sich? Also Turbolader leider nicht, aber Auspuff ist irgendwie... Von außen ja. Das ist schon wieder komisch. So, jetzt will ich mal ausprobieren, ab wann der Turbolader hier zum Vorschein kommt. Oder ist das Motorgeräusch? Gucken wir mal. Oh Gott! Gott, wie das laut war. Eieiei. Nee. So. Damit könnte ich ja schon fast leben, wenn ich... Nein. Wenn ich den Auspuffklang lauter kriege, so, und dann... Doch, da kann ich mich gewöhnen. Ich glaube, bitte gefällt mir ja... Damit kann ich arbeiten, so bleibt es. Denke ich. Also, ich höre mir das dann gleich mal an hier, wenn die Aufnahme vorbei ist. Aber ich denke, damit kann ich leben. So, wir fahren hier auf der Autobahn ruf, was heißt, wir können gleich volle Kanne 90 km/h hier lang brettern und brauchen uns keine Sorgen um irgendwelche Blitzer machen. Obwohl in Frankreich gibt es jetzt auch wieder diese tollen Mautstationen, wo wir wieder unsere Telepass-Geschichte nutzen können und quasi nicht anhalten müssten. Also hier laut Navi können wir 90 fahren. Dann machen wir das doch mal. Gut, 80. Hä? Warum? Was ist denn hier? Ist hier eine Ortschaft? Ach, Lyon, hier waren wir doch schon. Gott sei Dank. Okay, wir fahren quasi von hinten rum ran durch hinüber hinweg und sind bald da. Okay. Ohne Mautstation, so wie es aussieht. Auf jeden Fall müssen wir links rüber. Oh Gott, hier ist Stau. Aber grün. Es rollt, wir haben Glück. Oder Pech. Hallo. Ja, Glück, man muss sich so ein bisschen arrangieren, dann passt es schon mit dem Ton. Also da kann ich vielleicht wirklich irgendwann mit leben. Spätestens so lange, bis wir den Freitländer fahren und ja. Vielleicht müssen wir mal wieder einen Schwertransport irgendwie auf der Reihe kriegen. Dass da mal wieder ein schöner dicker Batzen Bargeld in der Kasse kommt und dann... Könnte das schneller realisierbar sein
als ich momentan gerade denke eigentlich. Denn wenn wir hier von Stadt zu Stadt tingeln, kommt unterm Strich eigentlich nicht viel bei rum und er zieht sich hier von Folge zu Folge ganz schön. Na, gucken wir mal. Das ist eine hohe Brücke. Mal gucken, ob hier unter auch ein Hall passiert. Natürlich. Na, der ackert ganz schön hier dran. Also, hätte ich nicht gedacht, dass es sich doch ein bisschen die Zähne ausbeißt hier an dem. Also für Kopfhörer, Lautsprecher, hier Headset-Hörer, echt ungeil. Ich denke mal, auf dem Handy hört sich das auch katastrophal an. Ja. Kann ich nur immer wieder sagen, haben sie erfolgreich kaputt verbessert. Dschungel hier. Ist ja mal dicke Botanik. Soll ich das vielleicht doch ein bisschen runterdrehen? Ja, lassen wir das mal lieber so, wa? Ja. Noch echt heftig. Also Außenansicht ist so. Ja, gerade kurz vorm, oder besser kurz im Roten, damit kann ich vielleicht noch leben. Aber krass, die Landschaft hier ist schon ganz cool eigentlich. Dschungel fahren in irgendein Ausland, ja, wie sieht in, keine Ahnung wo, Australien oder was? Durch den Busch. So, da vorne müssen wir rechts. Upa. Kreisverkehr kommt. Hallo! Bin mal auf die Straßenführung hier in Frankreich gespannt. Auf jeden Fall sind die Kreisverkehre schon mal ja nicht so ausladend. Platztechnisch gesehen, also müssen wir mal gucken. Ist das überhaupt eine Ortschaft, was man erkunden kann? Oder ist das... Nee, das ist einfach nur eine Firma. Das ist der ganze Ort, eine Firma? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Atomkraftwerk. Guck mal, Nukle, oh, was auch immer da steht. Das steht bestimmt irgendwo nochmal. Da sind nämlich auch so Atomzeichen zu sehen. Denn das gibt ja auch ein Achievement für Atomkraftwerke beliefert. Da! Nukleon! Okay, also gibt es hier mehrere Anlieferungsstätten oder Orte, was ein reines Kraftwerk oder eine Firma ist. Okay. Das ist so eine Besonderheit auf der französischen Karte auf jeden Fall. Gibt auch ein Achievement für alle Atomkraftwerke beliefern, zum Beispiel. Die kriegen wir ja dann unweigerlich zwangsläufig auf die Reihe. Uah.
Sieht man den von Weitem schon? Hier ist ein Umspannwerk davon. Ich sehe aber keine Kühltürme, also. Oh. Verkehrsbubbel. Alter, das ist ja geil hier. Ach, und schon freue ich mich wieder. Gott sei Dank. So schnell geht das. So, der Captain an der Schranke lässt mir rinnen, oder? Ich habe hier einen Passierschein wegen Fracht für euch. Was ist denn hier? Ach so, hier. Ich habe hier Metallrohre bei für einen Sarkophag, wenn die Karre in der Luft fliegt. Könnt da gleich zukleben. Mit Werksverkehr, die haben hier eine Bahnstrecke auf dem Hof. Cool. Cool. Da müssen wir hin wahrscheinlich. Was, das ist ja wie ein Industriegebiet irgendwie, aber das ist nur eine einzelne Firma. Geil. Echt cool gemacht. Doch, das gefällt mir. Da kannst du nicht meckern. Wollen wir mal rufkrabbeln? Also das Zeug macht ja eigentlich bald mehr Sinn, wenn man hier eine Seiten-B- oder Entladung bekommt. Dass er das dann mit dem Stapler gleich runterfummeln irgendwie, aber... Ja, wenn die das so wollen, dann fahren wir das an der Rampe. Kein Problem. Aber hier brauchst du eigentlich entweder einen richtig fetten Kran, der das mit der Kranentladung macht, oder so ein... Industrie-Gabelstapler. Sonst hast du hier wenig Chancen. Und ich stehe hier schon wieder total toll. Ich muss mal gucken, wie viele Kraftwerke denn überhaupt gibt in Frankreich. So, das dürfte reichen, bin ich der Meinung. Kriegen wir noch ein Foto hin irgendwie? Nö. Den gib mal her. So, jetzt brauchen wir noch 1000 EP und dann sind wir Level up. Wir müssen von hier Fracht kriegen. Ist das dein Ernst? Gut, dann hat sich das hier vielleicht erledigt mit unseren eigenen Auflieger. Dann schauen wir doch. Oh. Ich würde sagen, wir fahren denn nicht mehr mit unseren eigenen Auflieger weiter. Beim nächsten Mal. Tja, gut, Freunde, das sollte gewesen sein für die Folge, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Frankreich. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das weitergeht. Na? Also, bis dahin, macht es gut, ciao.